Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Sonic the Hedgehog Let's Play. Hier ist wieder euer Mammut und heute bewegen wir uns in der Starlight Zone. Und letztes Mal haben wir uns ja durch die Labyrinth-Zone bewegt. Mein absolutes Hass-Level. Ich kann es immer wieder gerne wiederholen. Ich mag das Level gar nicht. Heute sind wir zum Glück in einem Level, das ich wesentlich mehr mag. Früher habe ich mich immer gefreut, wenn ich die Labyrinthzone erfolgreich abgeschlossen habe und dann endlich in dieses Level konnte. Ich weiß gar nicht warum. Vielleicht einfach nur, weil ich das andere Level absolut gar nicht abkonnte. Vielleicht aber auch, weil das Level hier viel, viel schöner ist als das andere, meines Erachtens war. Und ja, ich sollte nicht so viel Scheiße reden, dann sterbe ich jetzt auch nicht. Ja, das war gerade das erste Mal, dass ich in diesem Spiel gestorben bin. Seitdem ich das Let's Play gemacht habe, natürlich, bin natürlich schon öfter gestorben. Aber was soll's, dann machen wir das Ganze halt nochmal. Und ein bisschen mehr Konzentration. Und weniger Mistlabern, dann klappt das auch. Und weniger Gegner reinlaufen. Ja, dann wäre ich schon wieder fast zerquetscht worden. Mein Gott, was ist heute denn los? Gar nicht bei der Sache. Feuerball, der mich verfolgen will. Noch so einer. Oh. Das ist nicht nett hier heute. Ich weiß nicht, haben die sich alle gegen mich verschworen? Alle Feuerbälle auf der Welt. Die auch Sonic und Mario vielleicht. Wer weiß. Wir kommen hier einigermaßen schnell durch. Ja, ihr wollt auch noch sicherlich den Bossfight sehen, nicht nur wie ich rumlaufe und sterbe, ein Fehler nach dem anderen mache. Wer will das schon? Ich meine, dafür muss man kein Let's Play machen. Wohl andere freut es wiederum, wenn jemand ein Let's Play macht und der stirbt die ganze Zeit und sich dann darüber aufregt. Ich glaube, bei mir hält es sich noch in Grenzen. Da ist noch so ein Bonusring. Gucken wir mal, ob wir noch so ein Chaos Emerald bekommen können. Ich meine, dass wir alle nicht bekommen können, das ist uns inzwischen schon klar. Aber vielleicht können wir noch den einen oder anderen dazu holen, damit wir nicht ganz so peinlich dastehen am Ende. Sonst ich. Bonuslevel kriege ich auch in meinem Drehform. Diesen Drogenleveln hier. Das ist hier Creature bunt und so, so total. Keine Ahnung, wo man hin muss, aber Hauptsache ist, man hat irgendwann das Ende erreicht und man ist dann erleichtert, dass man nicht mehr rein muss. Ich weiß auch nicht, was sich die Entwickler dabei gedacht haben. Noch sieht das ja ganz gut aus. Jetzt schon wieder nicht. Ja. Wo sind die anderen Chaos Emeralds? Ich habe doch ein paar eingesammelt. Oder werden die nicht angezeigt? Ich glaube, die werden nur angezeigt, wo man mich eingesammelt hat. Egal. Auf in Akt 2. Akt 2 ist fast so spannend wie Akt 1. Es passiert kaum was, außer dass man vielleicht mal stirbt. Diese Dinger hier sind übrigens auch sehr gemein. Ihr kennt die vielleicht noch aus der Labyrinthzone. Da haben sie ihre Stachelkugeln weggeworfen. Hier in dem Level ist das wiederum nicht so. Die kann man nicht so einfach töten. Man kann die nur töten, wenn man unverwundbar ist. Oder man sich treffen lassen hat. Das ist mir ja auch so eine kurze Zeit unverwundbar gegen sämtlichen weiteren Schaden. Und dann hätte man noch eine Chance, die zu töten. Aber so an sich sind die nicht killbar. Ach ja. Ui, ein Looping und ich bin zu kacke, um da rumzulaufen. Nochmal. Ich bin immer noch zu kacke. Och man, Leute. Das ist nicht mein Tag. So, jetzt aber. Alter Schwede, so kacke war ich fast noch nie. Und da bin ich reingelaufen und jetzt hätte ich ihn töten können, aber ich war zu langsam.
Diese Wippen sind auch unter Umständen allgemein. Und die Stachelkugeln, wenn die da runterkommen und ihr steht da, wo die runterkommen könnten, dann ist das ziemlich aua. Aber das machen wir heute nicht. Das können wir in einer Mal machen. Nein, 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 nein! Och, Kacke! Heute will ich wohl echt überall runterfallen. Was ist nur los? Naja, egal. Akt 2 sind wir auch durch. Auf zu Akt 3. Mal sehen, ob das auch so ein Chaos wird. So. Nun werden wir sicherlich gleich sterben. Oder ich. Ist ja immer ich, der stirbt. Ihr guckt ja nur zu, wie ich sterbe. Also die Gruppe, die Bomben hier sind auch ganz gemein. Die spalten sich da auf in so kleine Partikel. Und von denen lasse ich mich auch mal hin und wieder sehr ungern treffen. Aber diesmal ging ja noch alles gut. Feuerbälle. Ich laufe auch noch rein, ja. Tag auch. Wow. Da bin ich schon wieder tot. Ist echt überhaupt und gar nicht mein Tag. Egal, wir machen das Ganze jetzt nochmal. Beziehungsweise mit dem Unterschied, wir sterben einfach mal nicht. Ich sagte, wir sterben nicht. Ich will da aber hoch. Ist noch dieser scheiß Ventilator. Ja, nochmal diese Bomben, damit ihr sehen könnt, diese Partikel hier. Das waren früher auch mal mehr. Und mehr Partikel, in die so explodiert sind. Das kam mir einfach nur so vor. Da! Seht ihr, wie gemein das ist? Da! Schon wieder tot! Alter Schwede! Eventuell muss ich hier das Let's Play auch noch beenden, weil ich einfach zu kacke bin und mein sämtliches Leben dafür aufbrauche. Das kann es doch nicht sein. Aber jetzt habe ich es da hochgeschafft, jetzt hat mir dieser scheiß Ventilator da nicht runtergeschubst. Das ist da wieder so ein Feuerballspucker. Also, ob wir jetzt weiterkommen, da wir einen anderen Weg gewählt haben. Dass man sich einfach es geschafft hat, einen anderen Weg zu gehen. Nicht, woran das heute liegt. Na, schaff ich's. Yeah, ich hab den Looping geschafft. Mann, bin ich gut. Ja, und wie komme ich da hoch? Ey. Toll. Wenn man zurückspringt, so. So macht man das. Yeah, 3 Loopings in Folge geschafft. Ich bin völlig hin und weg. Und mich auch noch mit Bomben und dem Ding treffen lassen. Ja, super. Wie soll das erst in der letzten Zone werden? Ist ja nochmal eine ganze Ecke schwieriger. Wenn ich mich wohl von allem treffen lassen. Selbst das, wovon man sich eigentlich in der Regel gar nicht treffen lässt und hier schon wieder von den Bomben treffen lassen. Ich glaube, es hackt. Ja, wie soll ich denn da bitte schon vorbei? Ja, und nochmal von den Partikeln treffen. Ja, super. Jetzt mit Anlauf da hoch. Und jetzt kommt auch schon der Boss. Der Boss hier ist eigentlich relativ einfach. Wenn ich hier jetzt verrecke, dann weiß ich auch nicht. Man muss diese ganzen Stachelkugeln entweder da hochwerfen oder man muss sich von diesen Wippen hochschmeißen lassen. Das wäre auch eine Option. Also hier schmeiße ich mich jetzt mal hoch und treffe ihn. Das geht also auch. Und das macht
man, dass man den 8-mal getroffen hat. Man muss den Boss in der Regel, egal in welchem Level hier, 8-mal treffen, außer bei einem Boss. Bei einem Boss sind es, glaube ich, 10 oder 12. Und, jo. Dann hat man den in der Regel immer besiegt. Bis jetzt läuft das ja eigentlich noch ganz okay. Jetzt stirbt. Ey, ey, und noch daneben gesprungen. Ey, bleib hier. Ihr seht das vielleicht, wie kacke ich mich hier benehme, ne? Aber ich weiß auch nicht, woran das liegt. So, jetzt ist er kaputt. Jo, da ist auch schon wieder der Container mit den Tierchen drin, die da eingesperrt sind und gleich Feuerschaden bekommen, weil sie von der Explosion da erhebliche Brandspuren bekommen. Und ja, dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Part. Ich hoffe, da benehme ich mich wieder ein bisschen besser. Was heißt benehmen? Aber ich spiele etwas besser. Nicht, dass ich hier die ganze Zeit noch rumsterbe und kurz vorm Endboss dann noch verrecke. Von daher würde ich mal sagen, bis zum nächsten Part. Euer Mammut.